im Jahre 1827. Ich bin der Handwerker Johann Christian Rumpf. Am Abend bemerke ich merkwürdige weiße Kügelchen auf meinem Speckbrot. Ich lasse die Hausärztin kommen. Im Speck ist Gift, tödliches Mäusegift. Gesche Gottfried hat es mir fürs Abendbrot bereitgestellt. Umbringen wollte mich die Gesche. Umbringen ins Gefängnis mit ihr. Gesche Gottfried wird heute verurteilt. Sie vergiftete in der Zeit von 1813 bis 1827 viele Menschen. Dafür soll sie heute verurteilt werden. So soll es geschehen. Noch heute erinnert der Spuckstein, ein Pflasterstein mit einem Kreuz, an den Ort der Hinrichtung und an das grausige Geschehen vor fast 200 Jahren.